Leute, liebe Schausteller, liebe Gäste, ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Was heute in der Luft liegt, ist kein Schnee. Das hatten wir gestern Morgen. Auch das dürfen wir dann mal Ende Mai erleben, das hatten wir noch nicht. Wir als BSV haben uns viel Mühe gegeben, eine solche schöne bunte Kirmes hier auf die Beine zu stellen und freuen uns, euch die präsentieren zu können. Ich denke, dies ist eine der größten Familienveranstaltungen, die wir hier in Lüdenscheid und Umgebung haben. Wenn man hier an den Tagen so rumläuft, was wir als Schützen etwas häufiger tun, dann sieht man unheimlich viele freundliche Gesichter und strahlende Kinderaugen. Dann versteht man auch den Slogan der Schausteller, der da ja nicht ohne Grund heißt, wir machen Freizeit zum Vergnügen. Hier trifft man sich mit Freunden und Familien, um sich im Trubel der Kirmes einfach mal treiben zu lassen und so das eine oder andere Schmankerl, was hier zu bieten ist, zu probieren. Viele hier der hier anwesenden Schausteller aus nah und fern kommen schon seit vielen, vielen Jahren zu uns und mit ihren Betrieben und mit ihren Angestellten bringen es diese rund 120 Schaustellerfamilien auf über 500 Leute, die hier in unserer Stadt für eine Weile wohnen, leben und einkaufen. Und auch diese Kaufkraft, finde ich, darf man einfach nicht unterschätzen, denn außer Lebensmittel und sonstige Dinge für den privaten Gebrauch werden ja auch viele Reparaturen hier durchgeführt. Und erst neulich kam noch ein Schausteller, der auf der Pfingstkirmes in Meinerzhagen gestanden hat, hier nach Lüdenscheid, um bei Lien Kemper am Freisenberg Sachen zu kaufen, weil der Laden einfach so gut sortiert ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch recht herzlich bei all jenen aus unserem Verein oder auch sonstigen Organisationen, die es möglich machen, dass wir diese Kirmes und unser Schützenfest so feiern können, wie wir es jetzt feiern. Ohne viele helfende Helden, ohne viele Leute, die sich Gedanken machen und immer mit Rat und Tat auch vor Ort sind, wäre das einfach nicht möglich, so ein Fest durchzuführen. Und das fängt schon dabei an, dass ja auch das Eigentum hier, unser Platz, in Ordnung gehalten werden muss. Wir stehen hier auf der Verlosung der Familie Papaglioni, deren Besitzer Willi Papaglioni hier links neben mir steht und auch schon, ich glaube, seit Kindesbeinen hier auf dem Platz zu Gast ist. Und Willi Papaglioni ist der erste Vorsitzende des Schaustellervereins Herford. Ich habe mir sagen lassen, es ist der drittälteste Schaustellerverein in Deutschland. Und ich möchte Willi bitten, auch an dieser Stelle ein paar Worte an euch hier zu richten. Anschließend darf dann unser Bürgermeister, unser erster Bürger der Stadt, Dieter Cevers, die Kirmes offiziell eröffnen. Und wir laden euch dann als BSV zu einem kleinen Kirmesbummel hier über die Kirmes ein. Da darf rege dran teilgenommen werden. Willi, bitteschön. Ja, danke schön für die spontane. Dankeschön für die spontane Einladung, hier etwas sagen zu dürfen. Dafür erstmal Dankeschön. Na klar sind wir als Schausteller natürlich auch sehr froh darüber, jedes Jahr nach Lüdenscheid reisen zu dürfen. Eine sehr schöne Stadt mit nettem Publikum und natürlich auch bei gutem Wetter werden auch natürlich einigermaßen gute Umsätze erzielt, wo wir alle sehr stolz drauf sind, weil Lüdenscheid auch ein fester Bestandteil in vielen Kalendern der Schausteller hier ist, wo man sich gerne darauf freut, von Jahr zu Jahr hier wieder daran teilzunehmen. Es wurde gerade schon angesprochen, auch mit den 500 Angestellten. Wie Sie wissen, der Deutsche Schaustellerbund hat mal eine Marketingstudie erstellt, woran man sehen kann, was für eine Kaufkraft eine Kirmes, ein Volksfest in einer Stadt bewirkt. Es wurde ermittelt, dass pro Besucher auf einem Volksfest, auf einer Kirmes, pro Besucher 1 Euro in der Gewerbekasse verbleibt. Das heißt, wenn hier 100.000 Besucher daran teilnehmen, hat die Stadt Lüdenscheid mit dem ganzen Drumherum, mit Taxi, mit Hotel, mit Einkaufen etc. 100.000 Euro Gewerbesteuer in ihrem Stadtsäckel. Und ich finde mal, das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, so ein Volksfest zu erhalten, zu pflegen. Und wir sind stolz drauf, wie gesagt, auf diese über 1000-jährige Volksfestkultur und auch natürlich hier in Lüdenscheid mit dem Schützenverein das weiterhin fortzuführen.
Ja, das waren sich meine kleinen Worte. Darf ich nun an meinen Herrn Bürgermeister bitten, um das, die Standardkirmes zu öffnen. Ja, liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich knüpfe natürlich gerne bei dem Letzten an. Wenn ich das so richtig höre, müssen wir uns natürlich größte Mühe geben, möglichst 10 Millionen Besucher hinzubekommen, pro Besucher 1 Euro in der Gewerbesteuerkasse. Wir könnten das bestens gebrauchen. Jetzt sind die Witterungsaussichten nicht optimal, sage ich mal ganz vorsichtig. Gerade hat ja jemand schon gesagt, es war jetzt kein Schnee, sondern ist der Löwenzahn. Die einen mögen, die anderen nicht so. Ich hoffe aber und wünsche, dass trotz der zumindest am Anfang jetzt etwas kühleren Temperaturen das ein tolles Fest wird, ein schönes Fest wird, insbesondere weil die Schausteller beispielsweise durch den Familientag, der Dienstag ja angezeigt ist, sich Mühe geben, auch für diejenigen, die eben mit 2, 3 Kindern hier über den Platz gehen. Und was das bedeutet finanziell, das weiß ich selber. Ich bin jetzt immer mal wieder mit Patenkind und anderen mal hier gewesen und weiß dann, was das bedeutet. Da ist ganz schnell 50 Euro nichts. 20% ist dann schon wieder ein Zehner, kann man ein bisschen was für machen. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche ich aber ein tolles Fest. Wünsche der Veranstaltung einen ausgesprochen guten Verlauf. Etwas vermisse ich in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr derjenige war, der sozusagen den letzten großen Dortmund-Teddy da gewonnen hat. Im Zusammenhang habe ich gehört, es gäbe noch den einen oder anderen hier, der gewisse Zweifel hätte über den Ausgang des morgigen Spiels. Da braucht man keine Zweifel haben. Der Pott kommt nach Westfalen. Auch die letzten Schalker, die das lieber den Bayern gönnen, sollten an dieser Stelle zu ein bisschen westfälischer Solidarität aufrufen. Ich wünsche und hoffe aber, wie gesagt, dass unabhängig mal vom Ausgang des morgigen Arts des Spiels es eine tolle und schöne Veranstaltung wird. Damit ist die Kirmes offiziell eröffnet und ihr führt uns jetzt rum. Und dann werden wir vielleicht auch irgendwann noch mal ein kleines Gläschen zu trinken kriegen, denn das gehört zu einem Schützenfest, glaube ich, auch dazu. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.